Herzlich willkommen zu einem neuen Video. 6 Monate, ein halbes Jahr, kein BMX mehr gefahren. Ob ich das noch kann, finden wir jetzt heraus. Wir sind im Skatepark und ich bin eine kleine Maus. Daumen hoch für mehr Videos, ab sofort. Übrigens, wer von mir gar nichts verpassen will, der muss mir einfach auf Instagram folgen. Da bin ich eigentlich am aktivsten. Da kam auch das letzte halbe Jahr gefühlt jeden Tag was. Also folgt mir da gerne rein. Da kriegt auch immer mit, wenn irgendwas Neues passiert. Ich muss so krass übertrieben kacken, aber scheiß drauf. Bei der Skala von 0 bis 10, wie sehr freust du dich? Ich habe Knieschoner an, ja, weil ich habe Angst, dass ich meine Knie kaputt mache. Weil ich habe in letzter Zeit meine Knie so oft gefickt. Frag nicht bei was. Wie, als würde ich gerade laufen wieder lernen. Ich war mal im Barspin. Der erste Trick nach 6 Monaten. 6 Monate, Alter. Ich habe vorhin geguckt. Der das letzte Mal. Ey, guck mal, ein Blitzer. Wollen wir gleich einen Tornado zünden? Um 9 Uhr morgens. Spaß. Alter. Wer ist alles dafür, dass wir jetzt einfach mal Frühling haben? Kennst du einen Witz? Irgendeinen lustigen Witz? Ich kenne nur einen guten Anmachspruch. Hast du zufällig Lust, Schach zu spielen? Warum? Ich hätte mal wieder Lust, eine Dame zu... Nee. Oder soll ich dir mal einen echten Zaubertrick zeigen? Wir beide haben Sex und dann verschwinde ich. Was? Der sogenannte BMX-Tornado. Beim nächsten Mal. Ja, man wird nicht jünger, wa? Krass, ne? 35, Alter, langsam schwer. Rückwärtsfahren ist hier verboten. So. Ja, man kommt langsam wieder rein. Beim nächsten Mal wieder volle Power vielleicht. Geil. Dafür, dass es wieder das erste Mal nach 6 Monaten war, hat echt Spaß gemacht. Weißt du, was du gar nicht magst? Hm. Hallo, mein Name ist Mo. Ich bin 26 Jahre alt und ich wette, dass ich fürs Trial über dieses Band komme. Ich wette dagegen. Du wettest dagegen? Weißt du, was der Fehler war? Ich hatte die Brille nicht auf. An alle Scooterfahrer, jetzt passt mal auf. Philipp hat einen eigenen YouTube-Kanal mit ein paar Kollegen. Ich packe euch den Link jetzt mal in die Beschreibung, da könnt ihr gerne mal auschecken. Viele fragen mich immer, wann kommt bei mir Scooter-Content? Wird, glaube ich, nicht mehr kommen. Deswegen checkt den Link aus, da kommt ihr zu Philipps Kanal, da habt ihr Scooter-Content. Jede Woche? Ja, einmal die Woche. Wir haben sogar noch ein Gewinnspiel am Laufen. Also an alle Scooterfahrer geht er jetzt direkt drauf. Yalla! Yalla! Hola! Ich hab da was Schönes für dich. Ralf? Ich hab schon die ersten Kälte gefunden, dass ich einen Ball mit Gel gekauft habe. Einfach einen Hamster gekauft. Der soll mal rauskommen. Ralf? Ich hatte auch mal einen Hamster. Die hat gesagt, der lebt ein Jahr, der hat 3 Jahre gelebt. Weil ich einfach ein guter Hamster-Daddy bin. Ich geb dir eine Woche. Spaß. Same, sagt die. Leute, Ralf ist draußen. Oh, wie klein. Junge, einfach genauso groß wie mein Ich erzähle gerade von der Sander in der 4. Klasse, die sich ein Loch gebohrt hat und so betrunken hat. Willst du den Witz erzählen? Ja. Was macht ein Clown im Büro?
Nee, arbeiten.